Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit meinem E-Scooter Ninebot G30 LD. Und heute geht es um zwei Dinge. Zunächst einmal, Ninebot hat die App überarbeitet. Wie man hier sieht, eine neue frische Optik hat das Ganze bekommen und manche Funktionen sind etwas anders angeordnet. Aber dazu komme ich gleich ein bisschen ausführlicher. Zunächst einmal zum zweiten Punkt. Ninebot hat die maximale Höchstgeschwindigkeit von 20 auf 22 km/h für die E-Scooter erhöht. Gesetzlich vorgeschrieben, in Deutschland sind ja 20 km/h für E-Roller, aber es gibt einen Toleranzbereich, soweit ich weiß, der geht bis 22 km/h. Und die anderen Hersteller, sehr viele andere Hersteller, haben diesen Toleranzbereich schon längere Zeit ausgeschöpft und diese Scooter fahren dann meist 22. Und Ninebot hat jetzt nachgezogen. Auch bei Ninebot E-Scootern ist jetzt 22 km/h die maximale Geschwindigkeit. So ist es zumindest bei mir seit dem letzten Update von Ninebot für meinen E-Scooter. Jetzt werden manche sagen, naja Gott, ob 20 oder 22 km/h, das sind 10% höhere Geschwindigkeit. Das ist so vergleichbar, wenn ein Auto maximal 200 fährt und dann vom Hersteller für 220 freigegeben wird. Das sind auch 10% mehr. Heißt also, man merkt die 2 km/h definitiv auf dem E-Scooter. Das ist alles so ein bisschen zügiger, von der Beschleunigung her auch. Und die Geschwindigkeit 22, das, auch der Fahrtwind, man merkt sofort, der Fahrtwind ist ein anderer. Also in meinen Augen merkt man es definitiv, ob man 20 fährt oder 22. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bei Ninebot seit dem letzten Update für meinen E-Scooter sind jetzt 22 km/h maximale Geschwindigkeit möglich. Liegt noch im Toleranzbereich, der ja erlaubt ist, denke ich mal. Andere Hersteller machen es ja schon längere Zeit und ich finde das eine gute Sache. Gerne eure Meinung dazu mal in den Kommentarbereich. Ich denke mal, es ist längst überfällig, dass das Ganze mal ein bisschen ja, nach oben gesetzt wird, wenn man bedenkt, dass in anderen EU-Ländern der gleiche E-Roller von Ninebot 25 fahren darf, denke ich mal, ist es nur gerecht, dass wir zumindest mal hier 22 fahren können und damit noch legal im Toleranzbereich uns bewegen. Sonst würde es ja Ninebot und die anderen Hersteller nicht machen und anbieten bei ihren E-Scootern. Okay, das wie gesagt der eine Punkt. Gerne eure Meinung dazu, zu dieser Erhöhung der maximalen Geschwindigkeit im Kommentarbereich. Ich finde es definitiv eine ganz tolle Sache für die Kunden. So, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt und das ist jetzt hier, ihr seht es schon, die App ist überarbeitet worden. Jetzt gehe ich erst einmal auf die Hauptseite dieser App, damit wir dann neu starten können. So, das hier ist die normale Seite, die man jetzt bei der App hat, wenn man die App aufmacht. Ich will gleich dazu sagen, das Video kann hier und da ein bisschen unscharf eventuell sein. Ihr seht es schon, das liegt daran, ich halte diese Kamera in der Hand, anders da geht es hier nicht. Und der ja, Autofokus ist so sensibel und empfindlich, bei der geringsten Bewegung ja, stellt der mal ein bisschen schärfer, unscharf und reagiert drauf, sodass manche Stellen eventuell unscharf sein können. Ich hoffe, es ist alles gut zu erkennen, aber garantieren kann ich es halt nicht. Darum jetzt kurz noch der Hinweis. Okay, ja, hier sehen wir jetzt die Hauptseite dieser App. In der Ecke hier oben wird angezeigt die Restreichweite. In diesem Fall sind es bei mir 34 Kilometer, eben mit 84% Akkustand, wie ihr hier seht. Aber wer einen E-Roller hat, der weiß natürlich auch, dass das eher theoretische Werte sind. Wenn ihr ein bisschen ja, hügelig fahrt oder am Berg hochfahrt, schon ändern sich diese Restreichweite zum Akkustand, weil natürlich der Akku und der Motor mehr leisten muss und dann nimmt die Restreichweite natürlich ruckzuck ab. Also ist eher ein theoretischer Wert, so sich grob zu orientieren. So, hier seht ihr, Wächtermodus steht hier. Jetzt drücke ich mal hier drauf. Und dann ist eine Wegfahrsperre aktiviert. Heißt also, wenn ich jetzt den Roller bewege, hört ihr, es piepst und es kommt hier ja, ein gelbes Ausrufezeichen, beziehungsweise ein weißes Ausrufezeichen auf gelbem Grund. Und hier steht,
Ihr Fahrzeug befindet sich im Sperrmodus. Heißt also, der Roller fährt jetzt nicht mehr. Jetzt kann man hier drauf drücken, beziehungsweise hier unten steht jetzt ja, man hat das gelesen und dann kommt man wieder auf die normale Hauptseite und der Roller fährt also nicht mehr. Das ist auch gedacht, wenn ihr mal kurz in ein Geschäft reingeht und damit den E-Roller schützen wollt gegen Diebstahl. Ich sage euch ganz ehrlich, ich entsperre jetzt erstmal, also hier drauf drücken und rüberziehen. Jetzt ist er wieder entsperrt. Ich sage euch ganz ehrlich, auf jeden Fall immer ein Schloss mitnehmen. Wenn man irgendwo länger reingeht in ein Geschäft oder irgendwo und lässt den Roller draußen, dass ihr den irgendwo anschließen könnt. Diese Wegfahrsperre, ja, das ist immer, wenn ihr kurz beim Bäcker reinspringt oder so und den Roller im Blick habt, dann kann man das mal machen. Besser ist es immer ein Schloss mitnehmen, mit dem Schloss anschließen oder noch besser ist es zum Beispiel im Supermarkt nachfragen, ob man den Roller mit reinnehmen kann. Bei manchen Supermärkten ist das möglich. Hier in meiner Gegend, da habe ich gefragt, da kann ich ihn mit reinnehmen. Die Möglichkeit besteht auch, muss man sich halt erkundigen. Ne? Ansonsten immer ein Schloss mitnehmen. So, dann muss ich dazu sagen zu diesem Wächtermodus, das Update, was ich jetzt zuletzt bekommen habe von Ninebot, wo eben jetzt auch die Höchstgeschwindigkeit erhöht worden ist, konnte ich nur aufspielen, wenn der Wächtermodus aktiviert ist. Ich nehme mal an, das hängt damit zusammen, dass diese Updates nicht aufgespielt werden, wenn ihr mit dem Roller fahrt. Und um das eben zu verhindern, müsst ihr den Wächtermodus aktivieren, dann könnt ihr nicht fahren und dann diese ein, zwei Minuten eben dieses Update aufspielen lassen und dann den Wächtermodus wieder lösen und jetzt ist das Bild weg. Achso, den Wächtermodus wieder lösen und dann kann man wieder fahren. Also Updates aufspielen, so wie es aussieht, geht nur, wenn die Wegfahrsperre aktiviert ist. So war es zumindest bei mir jetzt beim letzten Update. So, schauen wir mal ein bisschen weiter, was es auf der Seite Neues gibt. Es ist alles so ein bisschen, ja, von der Optik her alles frischer gestaltet, bisschen neues Design. Hier unten steht auch jetzt, seit wann man diesen E-Scooter hat. Ich habe ihn jetzt 471 Tage. Hier steht Einführung in die Funktionen. Ja, das sind so Tipps für Leute, die so einen E-Scooter zum ersten Mal haben, worauf man achten muss, was ja die Funktionen für eine Funktion haben, sage ich mal, was es da für Möglichkeiten gibt, was man beachten muss. Ich kann mal draufklicken, aber das ist eigentlich nur was zum Lesen für alle die so einen Scooter neu haben. Alle anderen kennen sich ja schon aus mit diesen ganzen Dingen, ne? Also, wen es interessiert, der kann ja das antippen. Ich habe es mir noch nicht genau durchgelesen. So, dann hier Community, Fragen und Antworten. Da kann man die Community fragen, so mit den sozialen Medien, wenn man da so Fragen hat, Probleme hat und eventuell wird einem da mit einer Lösung geholfen. Habe ich auch noch nicht genutzt, kann ich euch nichts zu sagen, wie sinnvoll und wie schnell dort reagiert wird. So, und dann gehen wir mal hier, das ist interessanter, weitere Funktionen. Da haben wir Energierückgewinnung, das ist ja schon vom letzten Mal bekannt, ist jetzt, finde ich, mit neuer, frischer Optik hier dargestellt. Da gehen wir mal drauf. So, ihr seht jetzt hier, man kann einstellen, stark, mittel, schwach, wie bisher auch. Ich habe die Energierückgewinnung, die Rekuperation immer auf stark. Macht eigentlich mehr Sinn, weil dann so ein bisschen mehr, ja, Energie in den Akku zurückfließt, aber ich sage gleich dazu, macht euch da keine falschen Illusionen. Es ist nur minimal und ihr gewinnt da nicht irgendwie groß an Reichweite dazu. Ne? Also, das muss man sich schon klar sein. So, abbrechen, dann gehen wir hier wieder zurück. Laufmodus haben wir hier. Das gab es vorher auch schon. Ist jetzt auch ein bisschen anders da angeordnet. Das heißt also, wenn ihr das aktiviert, dann könnt ihr, auch wenn ihr den Gashebel voll runterdrückt, maximal 5 km/h fahren. Das ist dafür gedacht, ja, wenn neben euch jemand läuft, der zu Fuß ist und ihr seid auf dem Roller, dass ihr ungefähr gleich schnell seid und euch unterhalten könnt, beispielsweise. Oder irgendwo in der Fußgängerzone oder so, wobei Fußgängerzonen soll man ja nicht fahren. Also wie gesagt, ich habe es noch nie genutzt, ich brauche es nicht. Wer es braucht, wenn das einschaltet, dann fährt man maximal 5 km/h mit dem Scooter. Hier unten stellt man ein, Meilen oder km/h. Wir haben das metrische System. Ich habe natürlich km/h eingestellt. So, und dann haben wir hier noch Geräteinfo. Da gehen wir auch mal drauf. Steht ein bisschen was so über den E-Scooter, gesamte Laufleistung zum Beispiel. Ich habe jetzt 2300 Kilometer fast gefahren damit.
Die Fahrzeugtemperatur, die Akkutemperatur 24 Grad ist ein optimaler Wert jetzt hier im Sommer. So 20, 25 Grad, da fühlt sich ein Akku am wohlsten. Da hat man die beste Energieausbeute, sage ich mal, aus so einem Akku bei dieser Temperatur. Hier unten sieht man, wie der Stand ist bei den verschiedenen Updates, die es gibt für den Akku, für allgemein den E-Scooter, welche Nummer man aufgespielt hat. Das sieht man hier. Hier unten kann man dann Firmware-Update prüfen, auch draufklicken. Dann überprüft er kurz und hier zeigt er an, Sie verwenden bereits das Neueste. Ist ja logisch, habe ich ja erst vor ein paar Tagen aufgespielt. So, jetzt hat er sich ausgeschaltet. Der E-Scooter, das ist ja so, wenn ihr den anmacht und ihr fahrt oder ihr macht nichts 5 Minuten lang, also fahrt nicht los, dann schaltet er sich nach 5 Minuten aus, wenn der E-Scooter nicht in Betrieb ist. Ne? Und so war es eben jetzt, weil ich stehe ja jetzt hier und da hat er sich jetzt ausgeschaltet, muss ich also erst wieder verbinden. Da gehen wir mal auf die Hauptseite. So, und seht ihr, jetzt hat er sich wieder verbunden. Das sieht man hier an dem grünen Symbol, dass er wieder verbunden ist. So, jetzt gehen wir wieder weiter, wo wir eben waren. Geräteinfo, genau. Sehen wir ja hier die Updates. Und hier unten sehen wir, was noch interessant ist, Informationen zur Batterie. Das ist ganz witzig. Da sieht man erst einmal, klar, den Akkustand. Dann sieht man, wie viel Gesamtkapazität überhaupt vorhanden ist. 10.000 mAh ungefähr. Wie viel davon genutzt wird. Die Spannung wird angezeigt. Temperatur, die Leistung, die abgefordert wird. Und hier kann man auch noch drauf drücken, Batteriepflege. Da werden jetzt verschiedene Tipps angezeigt, dass man diesen Akku ja nur nutzen soll zwischen minus 10 zum Beispiel und plus 50 Grad. Also nicht über 50 Grad, nicht unter minus 10 Grad, weil das eben nicht gut für den Akku ist. Hier steht auch, bei minus 10 Grad wird nur die Hälfte der Energie freigegeben. Oder hat man zur Verfügung wie bei normaler Temperatur. Also das ist schon ein Riesenunterschied. Dann hier noch interessant, dass man alle 90 Tage mindestens einmal aufladen soll, den Akku. Und nach 120 bis 180 Tagen Standby ist ein vollgeladenes Fahrzeug wieder, ja, ist die Energie verbraucht nach dieser Zeit. Und wie gesagt, alle 90 Tage mindestens einmal soll man den Akku vollständig aufladen. Aber ich sag mal, wer da einen E-Scooter nutzt, der lädt natürlich viel öfter den Akku ja öfter ganz auf. Ne? Also ist halt nur so ein Hinweis, wenn der Akku irgendwo in der Ecke steht und man vielleicht den lange nicht braucht. So, jetzt noch eins will ich euch zeigen. Hier oben an der Ecke kann man immer wieder auf zurückgehen. So, oder halt auch hier unten, geht auch. So, jetzt gehen wir mal hier auf das Symbol des E-Scooters und jetzt kommen wir, hier haben wir wieder Geräteinfo, habe ich euch gerade erklärt, hier ist die Anzeigentafel und diese Anzeige, schön, ich will es gerade nochmal zeigen, weil das ist ja auch alles jetzt schöne frische Optik hier, passt mal auf hier, wenn ich hier drauf drücke, wie das hier so hoch fährt und wieder runter, ah, das ist schon ein bisschen effektvoll, das ist schon schön gemacht. Das ist so die Anzeige, die man normal, wenn man das Smartphone eingeklipst hat, hier in so eine Halterung, die Seite sieht man. Und bei dieser Seite ist es jetzt so, zumindest jetzt auch bei meinem Smartphone, dass das vollständig da ist. Das war früher so, dass es dann auch nach einer gewissen Zeit sich ausgeschaltet hat beim Smartphone. Wenn das in so Batterieschonzustand ging, das Handy. Jetzt aber, ihr seht es schon, die Seite bleibt ständig da, ohne dass ich es berühren muss. Das finde ich ganz gut, weil man ja da immer drauf guckt. Hier sieht man die Geschwindigkeit, die man fährt. Die wird auch angezeigt dann mit so einem Balken, der hier außen rum geht. So ein schöner Balken, der wird hier angezeigt. Hier sieht man die Wattanzahl, die man abfordert vom Akku, also die Kraft, die abgefordert wird. Und wenn man jetzt fährt und dann den Gashebel loslässt und der E-Scooter rekuperiert, dann kommt vor diese Zahl, die hier zu sehen ist, ein Minus. Das heißt also, es wird etwas Energie in den Akku zurückgeführt. Ne? Und ansonsten, wenn man Gas gibt, sieht man eben, wie viel Watt der E-Scooter gerade leistet. Das finde ich sehr gut angeordnet jetzt hier mit der Geschwindigkeit und mit dieser Wattzahl, die man dann sieht. Finde ich toll gemacht, auch optisch schön.
Könnt ihr gerne mal in den Kommentarbereich schreiben, wie es euch gefällt. Also ich finde das jetzt deutlich frischer, die ganze Optik. So, und hier, wie gesagt, sieht man auch nochmal die verbleibenden Kilometer. 33,6 mit 84% Akkukapazität. Hier wird angezeigt, wie viel man gerade Kilometer gefahren ist, seit man den Akku angeschaltet hat. Logischerweise, ich habe ihn eben angemacht und er steht, ist da natürlich 0. Hier sieht man die Fahrdauer. Heißt also, nach 5 Minuten, ihr werdet es gleich sehen, wird er sich wieder abschalten, weil ich hier nicht bewegt habe, den E-Scooter. Hier unten die Fahrzeugtemperatur ist zu sehen. 24 Grad, optimale Akkutemperatur. Da ist wirklich die beste Reichweite, die man erzielen kann mit dieser Temperatur. Und hier maximale Geschwindigkeit, auch ganz witzig. Da wird angezeigt, wie viel man während der Fahrt maximal erreicht hat. Na, wenn man, kann man auch 22,2 vielleicht sein oder 22,5 beim Beschleunigen kurz. Die wird dann hier festgehalten, eben bis zum nächsten Mal, wenn man dann den E-Scooter wieder neu startet, dann geht es wieder auf 0. Na, also das sind jetzt tolle Funktionen mit der maximalen Geschwindigkeit, finde ich ganz witzig, das zu sehen. Die Akkutemperatur sieht man, Fahrtdauer, vor allem auch hier diese schöne Geschwindigkeitsanzeige. Also alles finde ich toll gemacht. Und hier seht ihr jetzt wieder Bluetooth getrennt, weil er sich eben abgeschaltet hat. Jetzt mache ich nochmal kurz an. Ich bin ja gleich fertig jetzt. Mache ich nochmal an, den E-Scooter. Dann kann man auch hier Bluetooth verbinden. Gehe ich drauf und dann ist er wieder frisch verbunden. Und ihr seht es schon, die Zeit läuft wieder von neuem auf 5 Minuten hin, wenn er halt in der Zeit ja, nicht bewegt wird. Gut, ja Freunde, das soll es gewesen sein. Ich denke mal, ein bisschen länger geworden das Video, aber es gab ja auch viel zu erzählen. Wir haben hier, wie gesagt, eine neue Optik. Schön, hier finde ich auch vom Design her das Ganze. Und hier kommt man, wenn man hier drauf drückt, kommt man hier zurück. Finde auch den E-Scooter jetzt hier. Das ist genau der, der ich habe. Ich weiß jetzt nicht, wenn ihr einen anderen Ninebot habt, dann müsst ihr dann normalerweise ein anderer zu sehen. Also die Farbe stimmt sogar überein. Man hat genau, hier wird der angezeigt, der Scooter, den man hat. Das finde ich auch eine tolle Sache. Das sind so kleine Details, ja, die einfach schön sind. Ne? Gut, also Wächtermodus habe ich euch ja auch erklärt. Ist eine Wegfahrsperre und muss man auch anschalten, um ein Update aufzuspielen. Und hier sieht man auch grob Rechtsreichweite. Ja, Freunde, gerne eure Meinung dazu in den Kommentarbereich. Wie findet ihr diese neue Oberfläche der App? Gefällt sie euch? Ja, gefällt euch irgendwas vielleicht nicht? Und was haltet ihr vor allem jetzt davon, dass jetzt hier 22 km/h möglich sind? Und die merkt man. Also wenn ich das erste Mal gefahren bin damit, der Fahrtwind ist ein anderer irgendwie. Du merkst es, es ist zügiger. Es sind nur 2 km/h, aber es sind 10% mehr. Das ist so, als wenn euer Auto vom Hersteller 200 fährt und der Hersteller sagt dann, ja, ab jetzt kannst du 220 fahren. Den Unterschied merkst du und so merkst du ihn auch hier. Und es ist ein Toleranzbereich. Es ist also anscheinend alles legal und vollkommen in Ordnung. Andere Hersteller machen es ja schon länger. Ninebot, einer der wenigen, der es bis jetzt noch nicht gemacht hat, der hat immer 20, hat nachgezogen jetzt. Also alles im grünen Bereich, tolle Sache. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt ein bisschen zügiger geht. In diesem Sinne, wie gesagt, ein bisschen länger geworden, aber waren auch ein paar mehr Infos dabei. Okay, hat sich jetzt ausgeschaltet. Hier, der ist noch an, mein Smartphone ist aus. Bis die Tage, Freunde. Macht's gut und ciao.